Vorurteil, der Vorgänger vom Urteil. Das Spiel mit dem Feuer am seidenen Seil. Unbefangen bezeichnen wir den kleinen Fritz als Störenfried. Das Urteil ist gefällt. Er ist nicht mehr lieb. Kinder beobachten ihre Umgebung und ziehen Schlüsse. Gut oder schlecht, normal oder unnormal, beeinflussen ihre Ergüsse. Seid Vorbild und wirkt Herabsetzung und Absetzung entgegen. Jedes Kind ist einzigartig, wertvoll und will leben. Fehler sind zum Machen da oder zum Ignorieren. Begeht man einen zweiten oder soll man den einen eher korrigieren? Man braucht Charakter, denn eine Entscheidung zeigt Größe. Der größte Fehler ist, dass man denkt, man gibt sich die Blöße. Lasst Fehler zu, verteilt Verantwortung und Vertrauen. Das macht Mut und hilft, eine Brücke für alle zu bauen. Fehler sind schändlich, menschlich, machen ständig ängstlich und dann wird es brenzlig. Steht auf, holt Luft, fasst Mut. Fehler tun gut. Man hat zu wenig Hände und zu enge Wände. Man hat ja nur zwei Augen, die auch nicht immer taugen. Der eine Mund hier im Gesicht, der zu wenig Sprachen spricht. Die 30 Öhrchen funktionieren wie Röhrchen, da rein, da raus, halten auch nicht viel aus. Sie schlüpfen durch Lücken, ohne sich zu bücken, und passt man nicht auf, wird es ein Wettlauf. Im Team muss man jeden Einzelnen kontaktieren, das ist schwierig, aber nein, man sollte seine Bereitschaft signalisieren für die gleiche Wendung im gesamten Team. Ab und zu muss sich jeder mal klimatisieren. Doch am liebsten wollen sie flüchten und fliehen. Aber wer soll denn miteinander agieren? Ich mit ihm, sie mit mir. Ach, sie wollen nur ziehen. Fehler sind schändlich, menschlich, machen ständig ängstlich. Und dann wird es brenzlig. Steht auf, holt Luft, fasst Mut, Fehler tun gut.